Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie du gerade hier bist oder wie du gerade online dabei bist. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht just in diesem Moment daran erinnerst, wie es die Jahre vorher alles gelaufen ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es letztes Jahr gelaufen ist, weil letztes Jahr hatte ich meinen Weihnachtsmarathon gefühlt. Da habe ich mal das gemacht, was mein ehemaliger Co-Pastor in Eibelshausen gemacht hat, und zwar an Heiligabend doppelt gepredigt. Zum einen in einer Gemeinde in Steinbrücken und dann nachher in meiner eigenen Gemeinde, wo ich angestellt war, in Eibelshausen. Das war schon aufregend. Das war auch schön, aber es war auch ein wenig stressig. Weihnachten hat immer so einen Mix aus beidem. Irgendwie ist es ganz schön und irgendwie kann es auch in Stress ausarten. Weihnachten hat bei meiner Familie ganz privat auch etwas ganz Besonderes. Und zwar hat morgen meine Mutter Geburtstag. Und morgen ist ein ganz besonderer Tag, denn heute vor 70 Jahren lag meine Oma mit ihr in den Wehen, oder wie man das so sagen würde. Das heißt, heute oder morgen vor 70 Jahren ist sie geboren und morgen wird sie 70. Als ich vorhin noch mit meinem kleinen Bruder gesprochen habe, die ein oder anderen kennen ihn, Johnny, dann hat er gesagt, ich soll den Menschen gute Nachricht von Jesus sagen. Das ist für Johnny ganz wichtig. Und Weihnachten ist für ihn auch ganz wichtig. Ich darf nicht vergessen zu sagen, dass Jesus geboren ist, und ich darf nicht vergessen, euch alle von ihm zu grüßen. Das habe ich hiermit gemacht, und Johnny, wenn du zuguckst, von mir auch ganz liebe Grüße und von den Menschen hier auch. Das ist total toll. Aber Weihnachten ist auch auf andere Art und Weise besonders für unsere Familie. Nicht nur in der schönen Art und Weise, dass zur Weihnachtszeit meine Mutter geboren ist, sondern auch vor ungefähr 5 Jahren haben wir kurz vor Weihnachten meine Großmutter nach Hause geholt, die dann an Leukämie im Endstadium gestorben ist, kurz nach Weihnachten, und die wir an Silvester beerdigt haben. Heute Morgen, als ich auf mein Handy geguckt habe, habe ich eine Nachricht gekriegt, dass mein Bruder mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen ist. Weihnachten können wir als Familie, das können wir richtig gut. Das ist jedes Jahr etwas Besonderes, entweder ein Geburtstagsereignis oder so besondere Sachen. Und wenn mein Bruder mir zuguckt, weil ihm geht es schon wieder ein bisschen besser, auch Lars, dir schöne Grüße von dieser Stelle aus. Weihnachten können wir. Und trotz diesen Ereignissen, die einen vielleicht zum Beispiel wie heute erstmal kurz die Luft abschnüren oder man den Umständen entsprechend gerade in einer Position ist, wo man denkt, ich hätte doch heute das und das geplant gehabt, wir haben doch so eine riesen Familie mit den Bestimmungen und alles Mögliche, geht gerade nicht. Gerade in dieser Zeit ist es für mich so wichtig geworden, dass das Kraft erhält, was ihr teilweise hier im Raum sehen könnt, was ihr vielleicht zu Hause am Weihnachtsbaum oder wo auch immer sehen könnt, und zwar strahlendes Licht. Hier sind es Kerzen, sowohl echte Kerzen mit echtem Feuer als auch LED-Kerzen. Hier sind Scheinwerfer, die die Bühne erhellen, und zur Weihnacht geht es für mich um eine strahlende Hoffnung, die Mensch geworden ist, Gott selber, als sein Sohn Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt solche Anstrengungen vielleicht für den einen oder anderen an Weihnachten auf uns nehmen. Dass wir den Menschen begegnen, dass wir Menschen begegnen wollen, dass wir Geschenke haben wollen oder auch geben wollen und dass wir Weihnachten im Kreise der Liebsten verbringen wollen. Doch wie ist es, wenn das nicht möglich ist? Sei es wegen den aktuellen Bestimmungen oder sei es wegen Jahre zuvor oder Jahre später, wenn die Liebsten nicht mehr da sind? Wie ist es da, wenn Menschen, mit denen man sein Leben verbracht hat, auf einmal nicht mehr da sind? Wie ist das? Gerade wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und das sind wir, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir uns Jünger nennen oder wenn wir sagen, wir haben Jesus unser Leben gegeben, dann haben wir diese Hoffnung, die an Weihnachten Mensch geworden ist, mit uns in unserem Leben. Und vielleicht guckst du gerade zu oder vielleicht sitzt du gerade hier und sagst, diese Hoffnung kenne ich nicht. Ich kenne Jesus und ja, ich bin vielleicht auch hier,
weil man das so an Weihnachten macht, aber ich verstehe da gar nicht so viel von. Dann hoffe ich, dass wir im Laufe dieser kleinen Andacht, die ich vorbereitet habe, ein bisschen mehr diese strahlende Hoffnung kennenlernen. Für mich ist unabhängig von den Ereignissen Jahr für Jahr und Tag für Tag eins ganz wichtig. Ich liebe Licht und Sonnenschein. Ja, ich liebe auch die Weihnachtszeit und ich hoffe und habe da auch ganz ehrlicherweise für gebetet, dass es so gegen Spätabend in die Nacht hinein schneien wird, weil ich mir das richtig wünsche dieses Jahr. Aber ich mag die Zeit, wo es Tag ist. Ich mag das Licht, ich mag diese Hoffnung, die es ausbricht und die es ausstrahlt. Und zwar erinnere ich mich dann an so Momente, in denen wir das alle auch vor Augen gestellt bekommen. Ich weiß nicht, wer sich so 10 Jahre zurückerinnern kann an so einen Moment, wo die Tagesschau es betitelte, aus der Dunkelheit zurück ins Licht. Da waren Bergbauarbeiter in Chile, die verschüttet waren, die tagelang darum gerungen haben, zu überlegen, und irgendwann kam dieser Lichtstrahl und es war wieder Lebensmut vorhanden. Wenn ihr wollt, dann googelt das mal oder guckt auf der ARD-Homepage, da ist dieser Artikel noch da, was da für Gefühle hochgekommen sind bei den Bergbauarbeitern, die verschüttet waren. Ich weiß nicht, wer sich noch an diesen wilden Tsunami, ich glaube es war 2014, erinnern kann. Weihnachten, so bin ich eingestiegen, hat mit meiner Familie viel zu tun, aber Weihnachten hat auch mit der Welt viel zu tun. Weihnachten passieren viele verschiedene Dinge und ich weiß nicht, wie deine Weihnachten üblich aussehen und wie sie vielleicht dieses Jahr aussehen. Ich weiß, dass für mich eine Sache zählt, trotz der ganzen Umstände, die da sind. Ich sage, ich folge Jesus und mein Leben soll auf ihn ausgerichtet sein. Und deswegen bin ich mir bewusst, dass die Bibel mir ganz oft zuspricht, dass Christus, wenn er in mir lebt, die Hoffnung auf die Herrlichkeit des Herrn ist, auf die Hoffnung auf die Ewigkeit und dass diese strahlende Hoffnung alles überstrahlt. Alles, was wir empfinden, ob wir es im Alltag so sagen oder ob wir es in besonderen Ereignissen wie heute uns zusingen lassen mal, nicht mitsingen, sondern zusingen lassen, ob wir uns mal lesen, ob wir vielleicht, liest du heute Abend die Weihnachtsgeschichte noch deinen Kindern oder Enkeln vor und da kommt dieser Moment, wo dieses Licht das Entscheidende ist. Da sind Menschen auf dem Weg, Könige sind auf dem Weg zu Jesus, der in einem kleinen Stall geboren ist. Und der Himmel muss erstrahlt haben, als diese Szene, die wir gerade gelesen haben, gekommen ist, wo erst ein Engel und dann eine Herrschar von Engeln ist. Die Hirten haben nicht umsonst ganz erschrocken dagestanden und hatten erstmal Angst. In den Situationen, in denen wir unterwegs sind, ist es immer wieder so, dass wir in Dunkelheit oder in Angst sind. Und es gibt nichts, was diese Angst, was diese Dunkelheit, was diese Negativität besiegen kann, außer Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Das ist der Grund, warum wir Heiligabend feiern. Warum wir sagen, heute ist Party für Jesus. Ich finde das so cool. Ich kenne ja durch meine kleineren Geschwister auch diese, oder von mir selber auch diese Kinderlieder. Und von Daniel Kalloch, einem richtig coolen Typen, gibt es das Lied Weihnachten ist Party für Jesus. Und ich habe heute Morgen eine tolle Nachricht bekommen von Menschen, die sagen, wir wollen in jedem Moment, wo wir heute anderen begegnen dürfen oder der eigenen Familie im kleinen Kreis, genau das ins Zentrum stellen, dass Jesus Geburtstag hat. Und jetzt feiern wir das vielleicht nicht so wie unseren eigenen Geburtstag. Und unser eigener Geburtstag ist dem einen total fremd und dem anderen total wichtig. Und Jesus ist ja nicht mehr so, wie ich jetzt Fleisch hier bin, so als wirklich anfassbarer Mensch. Aber Jesus ist halt auch nicht gestorben, was wir an Ostern feiern, sondern er ist auferstanden. Und er hat uns seine Hoffnung durch seinen Geist geschenkt, dass wir weiter darin leben können. Und was für eine Kraft gekommen ist in die Welt, das, finde ich, liest man super schön in verschiedenen Bibelstellen.
Und eine habe ich euch mitgebracht aus Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Und hier ist Jesus gemeint. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt er allen Menschen als Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Wir haben verschiedene Bedeutungen, die wir sofort mit dem Wort Licht assoziieren. Sind es entweder so kleine Lichter oder ein großes Himmelslicht? Selbst der Mond ist wie ein reflektierendes Licht der Sonne, das uns wiederum scheint. Und wir können jeden Bereich unseres Lebens angucken, jeden Bereich, in dem wir unterwegs sind, ob es wissenschaftlich ist oder nicht, ob es biblisch ist oder nicht. Licht hat sofort was mit mir zu tun. Ohne Licht kann kein Leben existieren. Ohne Licht kann nichts wachsen. Und ohne Licht würdet ihr mich zu Hause beispielsweise gar nicht sehen. Und ihr hier bestimmt auch nicht, wenn wir wirklich alles komplett duster machen würden. Licht ist essentiell. Und dieses essentielle Moment, dass wir Licht brauchen, wird uns gerade in so einer dunklen Jahreszeit wie der Winterzeit bewusst. Nicht wegen den Umständen, nicht aufgrund von Umständen, sondern trotz allen Umständen. Weihnachtszeit oder Winterzeit ist immer so etwas, ist diese dunkle Jahreszeit. Da, wo die Sonne ganz spät aufgeht und ganz früh wieder Feierabend macht, wo man nachmittags um 4:30, 5 vielleicht bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen sitzt und sich fragt, ob man denn gleich schon ins Bett muss. Ach nee, es ist ja gerade mal erst 4:30. Gerade in dieser Zeit und gerade in diesen Jahren vorher haben wir uns bemüht, darin diese Weihnachtszeit sehr erstrahlen zu lassen. Wenn wir beispielsweise auf Weihnachtsmärkten waren oder einfach nur durch bestimmte Straßen gefahren sind, auch von großen Städten, dann gibt es ein Lichtermeer. Ja, es gibt hier in der Nähe auch einen Ort, da ist ein Haus, da blinkt es wirklich ab 5 Uhr bis mitten in die Nacht mit Tausenden von Lichtern. Das ist mir viel zu amerikanisch. Aber auch das erleuchtet die Dunkelheit. Auch das macht etwas mit uns, dass wir dieses Licht wahrnehmen und diese strahlende Hoffnung wahrnehmen. Und man kann sich dagegen sträuben, wenn man will. Und vielleicht tust du das und sagst, das ist nicht für mich, das ist nicht meine Zeit. Ich mag diese ganzen Weihnachtslieder nicht. Aber es gibt diese Zeit und gerade den Tag heute und die nächsten 2 Tage aufgrund der Tatsache, dass das größte Licht, das Leben, Gott selber Mensch geworden ist. Und dass wir das feiern, indem wir sowas organisieren wie Gottesdienste, indem wir sowas organisieren wie kleine Geschenkpakete, die gerade doch noch irgendwie an die Haustür gebracht werden können, in denen wir auf einmal in den sozialen Netzwerken wesentlich mehr aktiv sind, wo man sich von überall auf der Welt, wie es vorhin hieß, einwählen kann, um hier dabei zu sein oder in einem ganz anderen Gottesdiensten dabei zu sein. Wo es Projekte gibt, wie beispielsweise dieses 24-mal Weihnachten neu erleben, was eigentlich auf eine Region beschränkt war, wo wir jetzt alle daran teilnehmen können, konnten die letzten Tage und heute Abend ab 21 Uhr, glaube ich, bei YouTube wird es dann auch gestreamt, wo wir ganz viele Möglichkeiten haben, uns neu zu entdecken und diese Hoffnung und diese strahlende Freude weiterzugeben auf ganz andere, nicht nur im Kreise derer, mit denen wir dauerhaft unterwegs sind, sondern auch mit den Menschen, die wir vielleicht gar nicht so doll kennen. Vielleicht indem wir, wenn wir uns Christen nennen, auch mal dem anderen so begegnen, dass durch unsere Maske hindurch, wo das Lächeln gerade nicht zu sehen ist, Worte kommen, die ermutigen. Worte kommen, die Hoffnung geben. Und wo nette Sprüche da sind, die uns zeigen oder die den anderen zeigen sollen, was Christus in unserem Leben bewirkt hat.
Ich finde diesen Satz, der vorhin auch in dieser Lesung vorkam, den ich vorlesen durfte, so gewaltig, wenn gesagt wird, euch ist heute der Retter geboren, euch ist heute der Heiland geboren. Jesus Christus ist den Menschen damals, den Menschen heute, so wie mir und dir, und den Menschen, die noch kommen werden, geboren. Es ist der Tag, an dem wir uns daran ganz besonders erinnern. Und wie schön muss das gewesen sein, wenn diese Hoffnungsbotschaft die Abgelegensten und Ausgestoßensten zuerst getroffen hat, die Hirten, und dann über die wunderbare Umgebung von Eltern einfach da war, wo Maria vielleicht in dem Moment gar nicht geahnt hat, wie wir es gehört haben in dem Lied, wen sie da in ihrem Arm hat. Bis hin zu den Reichsten der Reichen, die kommen, weil sie Bilder an den Himmelskörpern gedeutet haben, um den König anzubeten, der in irgendwelchen Prophezeiungen stand. Und in irgendwelchen wissen wir in welchen, im Buch Jesaja, wo so viel Schönes drin steht. So viel wie die Beschreibung von Jesus selber, Friedefürst. Christus ist Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung und es ist eine strahlende Hoffnung, die wir verkünden dürfen. Durch Gottesdienste wie hier. Durch einfache Worte, die wir weitergeben. Durch Symbolik wie einen Adventskranz, ist es ja nicht, ist es jetzt ein Advents, wie nennt man das? Adventstreppe, wo wir uns 4 Wochen lang daran erinnern, dass dieser Tag kommt. Ich habe gestern einen Spruch gelesen, der mich leider echt verärgert hat, aber den ich heute benutzen kann. Gestern habe ich einen Spruch gelesen, da steht, in was für einem Land leben wir, wo ein religiöses Fest Maßnahmen eindämmt oder Maßnahmenkontrollen irgendwie runterfährt. Wie kann das sein, dass ein Land nur diesem religiösen Ereignis zuliebe einige Sachen aussetzt? Und ich weiß es mittlerweile, was meine Antwort darauf ist, nach dem ganzen Ärger. Es ist ein Land, was wir Gott sei Dank immer noch christliches Abendland nennen können. Ein Land, das auf den Werten und auf dieser Hoffnung Jesu Christi aufbaut. Ein Land, was Maßnahmen nicht einfach aussetzt, weil es ignorant ist, sondern ein Land, was weiß, wie wichtig Hoffnung ist. Wie wichtig Hoffnung ist in Zeiten der Hoffnungslosigkeit. Sei es den Umständen geschuldet, die wir dieses Jahr haben, oder sei es den dauernden Umständen geschuldet, wie viele es erleben, gerade zur Weihnachtszeit, in Armut zu leben, in Angst zu leben, in Verlassenheit zu leben oder in Depressionen. Weihnachten ist für viele wie mich eine wunderbare Zeit, trotz vieler schwerer Ereignisse in der Familie. Aber es gibt viele Menschen auf der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, für die Weihnachten echt schwer ist, weil sie diesen Zauber, dieses Wunder, diese Gemeinschaft, diese Juhu-Stimmung, die Welt immer wieder bringt, mit tausenden Geschenken mehr, tausenden Märkten, immer mehr Brimborium, nicht spüren kann, weil sie Einsamkeit spürt. Falls du zu Hause sitzt oder hier und du spürst gerade diese Einsamkeit, dann gibt es nur einen, der dir in deiner Einsamkeit begegnen kann, und das ist Jesus. Und ich wünsche mir so sehr und ich lade dich dazu ein, dass du diesem Jesus dein Leben anvertraust. Denn das ist genau die Hoffnung, die verkündet wird an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist, um dir zu dienen, um mir zu dienen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Das ist eine strahlende Hoffnung, die ich einfach ja, mit jedem teilen möchte. Und zum Schluss möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du das trotz diesen besonderen Umständen in diesem Jahr auch noch machen kannst. Sei es heute Abend vielleicht noch, wenn du eh noch nichts anderes vorhast, oder in den nächsten Tagen, um diese Kraft der Liebe und des Lichtes, dieser Hoffnung, diese strahlende Hoffnung an deinen Nachbar oder an wen auch immer weiterzugeben, in allen Maßnahmen, die gut sind.
Es gab früher sowas, das war total die tolle Erfindung, das nannte sich E-Mail und Telefon. Ich weiß nicht, wer von euch gerne telefoniert, ich telefoniere sehr, sehr gerne. Ich rufe auch manchmal total unnötig an, wenn ich nur meiner Frau sagen will, ich komme jetzt nach Hause. Vielleicht hast du einen Menschen, an den du gerade denkst, oder eine Familie oder eine Person, dann ruf sie doch vielleicht heute Abend oder morgen mal an und wünsche diese frohe und besinnliche Weihnacht. Oder du hast jemanden oder hast einen E-Mail-Verteiler von Menschen, die dich vielleicht gar nicht so gut kennen oder so, oder du hast wilde E-Mail-Adressen, weiß ich nicht, wie geordnet du da bist. Du kannst doch das machen. Das sind häufig ganz kurze Momente. Und wenn du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, dann fang doch an, diese wunderbaren Botschaften, die gerade seit heute Morgen die Medien durchfluten, zu teilen. Mit Worten wie, euch ist heute der Retter geboren. Es ist Jesus Geburtstag. Weihnachten ist Party für Jesus. Wir feiern, dass Jesus als Retter auf diese Welt gekommen ist. Ganz einfache Sachen. Und das in allen Möglichkeiten und allen Beschränkungen, die wir gerade haben. Jesus als strahlende Hoffnung. Ich wünsche mir, dass wir das erleben, dass wir, wenn wir ein Leben mit Jesus führen, und vielleicht ist es bei dir noch nicht so Fall, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt diese Entscheidung zu treffen, um dann zu erleben, dass Christus in uns eine Hoffnung mitbringt, eine Hoffnung auflöst, die stärker ist als jede Dunkelheit und jede Ermattung und jede Müdigkeit. Diese strahlende Hoffnung wünsche ich einem jeden von euch, und ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, eine gute Zeit mit den Menschen, mit denen ihr zusammen sein dürft, und wenn ihr alleine seid, dann eine gute Zeit mit eurem Geburtstagskind Jesus Christus. Und ich bete noch. Jesus, heute ist dein Geburtstag. Und wenn wir das so sagen würden, dann würden wir sagen, heute feiern wir. Ich finde das so schön, dass du uns dieses besondere Geschenk gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir sagen dürfen, Weihnachten ist Party für dich. Dass wir sagen können, dass Weihnachten dieses Erlebnis ist, wo du Mensch geworden bist, mit deiner Liebe und mit deinem Leben und mit deinem Licht, damit wir in einer strahlenden Hoffnung leben können. Damit wir diese strahlende Hoffnung erleben können und in uns aufgehen lassen können zu den Menschen außerhalb. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der entweder jetzt zuhört oder für jeden, der das mitbekommt über zwei oder drei Ecken, dass du ihm oder ihr begegnest. In ihrer Freude, in ihrer Trauer, in ihrem Wut oder im Zorn oder in der Fröhlichkeit dieser Tage. Und dass jeder spüren kann, heute ist der Tag, an dem Jesus Mensch geworden ist, damit wir errettet werden. Denn uns und mir ist der Heiland geboren. Danke, Jesus. Danke für deinen Geburtstag und danke, dass wir ihn Jahr für Jahr frei und fröhlich feiern dürfen. Amen.